Ja, schönen guten Tag zu einem spannenden Wirtschaftstalk. Mein Name ist Jürgen Peindl und wir sind hier bei Alukönig Stahl im Herzen von Wien, einem österreichischen Traditionsunternehmen, einem Leitbetrieb in vierter Generation. Und bei mir jetzt Kommissar Müller, begrüße Sie. Alukönig Stahl, vielleicht einmal vorab, in welchen Bereichen seid ihr tätig, was macht ihr alles, damit man so ein bisschen ein erstes Gefühl dafür hat. Also in Wahrheit machen wir im Bereich Aluminium Fassadensysteme, Fenstersysteme vom Gewerbebetrieb bis zum Industriebetrieb. Im Stahlbereich sind wir klassischer Stahlkomponentenlieferant, nicht für Baustahl, sondern für Spezialstähle, die man braucht heute im Anlagenbau, im Brückenbau, im Maschinenbau hauptsächlich. Beispielsweise das höchste Gebäude Österreichs auch, wo ihr mit dabei wart, die Seedauer, damit man es ein bisschen angreifen kann. Wir durften dort in der technischen Gestaltung etwas mitarbeiten. Unsere Kunden, die wesentliche Last getragen haben, die Produktion, die Montage dieser wirklich fantastischen Fassade, haben beigetragen für ein wirklich, wie ich meine, tolles Landmark. Alukönig Stahl in vierter Generation, Familiengeneration, mitunter das Erfolgsrezept dafür für das Wachstum des Unternehmens. Ich glaube, da gibt es schon mehrere Gründe als nur einen. Ich glaube, ein wesentliches Familienbetrieb. Ich glaube, dass Unternehmen, die im Familienbetrieb geführt sind, in einer Größenordnung wie wir, dann doch eine schnellere Entscheidungsbasis haben und dass der Grundstein für, wie ich meine, auch durchaus Erfolg ist. Die Werte, die wir da haben mit Handschlagsqualität, Verlässlichkeit, wechselseitiges Vertrauen in Richtung unserer Kunden und Retour, aber natürlich auch zu den Mitarbeitern, sind schon die wesentlichen Säulen einer erfolgreichen Entwicklung eines Unternehmens. Zukunftsvision noch für Alukönig Stahl? Wohin die Reise geht, heißt sicher Digitalisierung. Und ich glaube, wenn man sich selbst nicht so wichtig nimmt und die Dinge erledigt, die die anderen von einem erwarten, dann hat man wahrscheinlich auch eine Chance, auf Sicht erfolgreich zu bleiben.